ich der auch. tschernorussischen Verteidigung hier in der Oblast Südzagorien befindet sich traditionell in Zelenogorsk. Unsere Hauptstreitkräfte rücken über Pustoschka und Sosnowka gegen den Hauptteil der verteidigenden Truppen an. Wir werden heute das flankierende Element bilden. Ihre Truppführer wissen soweit auch schon über den heutigen Plan Bescheid. Noch ein paar letzte Worte. Das auch unter Ihnen mittlerweile ja berühmte Komet-Protokoll wurde von General Gregor Ivanovich, pardon, jetzt habe ich meinen eigenen General falsch ausgesprochen, für uns jetzt, wie nenne ich das jetzt am besten, nicht mehr In Kraft freigegeben. gesetzt. Nur noch der Gesperrt. General selber darf jetzt Komet autorisieren. Und das auch nur, soweit ich weiß, aus Rückhalt bzw. mit Rücksprache mit Moskau selbst. Die Gerüchte, die hier auch durch die Truppe gehen, Amerikaner seien hier, wurden bisher vom Stab der Invasionsstreitkräfte dementiert. Das heißt, wir haben nicht mit Amerikanern hier zu rechnen. Auch haben wir keine, ja, Konflikterklärung mit Amerika erhalten, sodass wir hier Genossen auch weiterhin nicht damit rechnen, Amerikaner zu sehen. Ja, Fragen bis hierhin. Ja, Lieutenant, wo befinden sich unsere Transportmöglichkeiten? Werde gleich noch einmal mit dem Oberkommando in Verbindung treten. Sie sollten aber eigentlich in den nächsten Minuten hier eintreffen. Wie spät haben wir es dann? 14 Uhr. Naja, fast schon Viertel nach. Dürften bald da sein. Noch Fragen Ja, dazu? Funkcheck auf 523. Ja, lassen Sie mich erstmal mein Gerät aus dem BMP holen. Ich wollte eigentlich mit Monty den Funkcheck machen. Ah, ich Hm, verstehe. passt. Dann übernehmen Sie. Ach so, natürlich. Darf das ja nicht fehlen. So, Jungs, du hast deine Gruppe schon eingeteilt, wie sie laufen soll? Das ist passiert. Sehr gut. Okay, dann warten wir jetzt auf die LKWs und dann geht's gleich los. Ja. Ja, kommt mal alle mir ein bisschen näher, Leute. Solange wir Also, auf den LKWs sitzen, Waffen erstmal sichern. ja, also, was wir bis jetzt noch wissen, ist, mit Widerstand ist theoretisch erst in Pogorevka zu rechnen, danach theoretisch eben erst wieder in Zelenogorsk. Aber trotzdem bleibt wachsam. Möchten Sie zwar eine homoerotische Beziehung aufbauen? Ja. Denken Sie Falsche daran, Antwort, dass ich nur Soldat. eine halbwahre Tampax bin. Wollen wir den Sunny holen? Das Problem ist, der ist der Sunny. Hier, Igori auf Dimitri 52,3 kommen. eins hat verstanden. Dimitri 2, check. Oh, wir haben C-Tab. Übrigens, wir Hier. sind Dimitri 2. Dimitri 1, Dimitri 2, hier Igori. Habe Rücksprache mit Bataillonskommandeur. Soweit Nachrichten? die Information, dass in 2 Minuten die LKWs hier eintreffen kommen. Dimitri 1 hat verstanden. 2 verstanden. Okay, 2 Minuten, dann geht's los. Igori, Schluss. Ah, er hat Schluss gesagt. Ah! Erbt ab. User left or joined your channel. Fast gar nichts mit. Ja, es soll auch ein kurzer Einsatz werden. Wir Dann geh warten sparsam mit um. ja. Ja, eben, Wäre ich es meine, nicht Soldat, sofort. was machen Sie an dem Panzer? Reihen Sie sich da wieder ein. User Explosionskörper left your mitnehmen. channel. User joined your channel. Ja, ich meine, es ist damit zu rechnen, dass in Pogorevka das Haupt ein paar Nationalgardisten sind. Ich meine, die sind nicht gut ausgerüstet. Die werden keine Chance gegen uns haben.
noch zumindest eine Rauchwand wäre von Vorteil. Schnaufst du mich hier hin so an? Überbewertet. Soldat, senken Sie Ihre Waffe. Verstanden. Nee. Ein paar Jäger. Das ist verrückt, der will uns alle umbringen. Sie ist in seinen Augen. Ich glaub's auch. Er dreht sich im Kreis. Ganz langsam. Hat Kreislauf. Er ist so, als wenn jetzt hier einer austicken würde und einfach mal alle abknallt. Ja, wir sind Russen, der Wodka verhindert das. Was denn? Ich glaube, der ist auf. Also, ich glaube, der Soldat hat gerade sein Gehirn ein bisschen ausgeschaltet. Ja. Gegen Willi nee, oder was? Na gut, wenn wir wenigstens noch meinen Sanitäter. Wer hat eine Eisscholle entdeckt? Ich glaube, er folgt einer Ameise am Boden. Eckert, leben Sie noch? War doch was, LKWs. Wie viel Munition hast du? Ich glaube, 3 Magazine. Ah, 100 oder? Ja. Okay. No. Ernst? Jawohl. Wie viel Munition hast du für den MG-Schützen dabei? Zwei gute, alles klar. 5. Da kommen unsere Laster. Oh, die alten Modelle. Na super. Oh. Icarus vor der Wind. Tut mir mal wieder der Arsch. Okay, Jungs, mir nach. Kommt, die nehmen wir 2 Trucks oder einen? Bin frei. Wir nehmen einen. Einer reicht. Ja, gut, kommt, Leute. Hi, Helis. Oh, das sind Black Sharks, glaube ich. Moment, das sind aber keine russischen, oder? Moment, warte mal, das stimmt. Warte mal kurz. Ah, doch, das sind Black Sharks. So, Dimitri 1, aufsitzen. Warum sollten Russen einem russischen Hubschrauber einen englischen Namen geben? Cyber, du fährst. Oder Christopher, ja, okay, Christopher fährt. Ich bin nicht schon drin. Ja, ist oh, gut. Leute, aufsitzen. Aufsitzen. Wer macht den Fahrer? Er hat schon jemand. Gut. Oh. Explosion? So, wenn du auf der Karte guckst, da gibt es ja HP1, da fahren wir jetzt als erstes hin. Okay. Gut, los, einsteigen, Leute. Also immer geradeaus. Zwei Sitz. Straße folgen. Das ist Ding laut. Eckhart, siehst du? Eckhart steht da noch. Moment, stopp, Eckart steht da noch, also der wird auch. Ja, ja, ich komm mal kurz. Ich geh mal kurz nachschaus. Fahr mal hin. Eckart sucht noch seine Kontaktlinsen. Was er hat, also sollen wir mal weitermachen und er reconnectet dann und die ja. Reconnect. Welche Position hat mein sein Headset reconnecten? Sein Funkgerät? Der ist bestimmt arbeiten. Ja, hier in der Army. Genau. In der Army! Ja. Halleluja. Spion. Gut, ich steig mal ein. Ich hatte eine Spritze oder eine Kanüle verloren. Und weiter. Und, also ich würde mal sagen, wir fahren jetzt los, er kommt dann nach. Das sieht so absurd aus. Ja, ich glaube, der Soldat ist scheint wieder da zu sein. Frage wiederholen? Vermutlich ist Eckert wieder da, er hat gerade geschossen und sich bewegt. So, völlig korrekt. Könnte dann aber auch funken. Frequenz müsste er noch eingestellt haben. Den letzten beißen halt die Hunde. Muss er laufen.
Oder in dem Fall die Spetsnaz. Der letzten war ich die Spetsnaz. So ein ungewöhnliches Sprichwort. Muss neu sein, kenne ich nicht. Ja. Aber dieser neumodische Kram hier. Ja, das stimmt. Die guten alten russischen Werte. Spetsnaz sind die ältesten Geheimdienst- bzw. Sondereinheiten. Soldat, hier herrscht übrigens Rechtsverkehr. So. Ah! Anhalten! Trupp, anhalten, absitzen! Rundumsicherung, wir werden beschossen! Raus, raus, raus! Rundumsicherung! Am Ende war es Eckert. Irgendwo Richtung Süd-Südwest. Ja, bei 600 Meter bei dem roten Backsteinhaus. Ich vermute mal, der Beschuss kommt von Süden her. Circa 190 Grad. War noch direkt auf mich hier schon. 205 Grad. Ja, definitiv. Aha, ich hab was gesichtet. Okay, Panzerfan? Monty, ich sehe da schon eine MG-Stellung. Da habe ich Bewegung gesehen. 206, ja. Richtung 206. Distanz, ca. 500 Meter. Monty, auf 205 Grad, ca. 500 Meter. Sanzerbunker mit MMG. Ja, ich sehe es. Okay, ich werde mit meiner Truppe jetzt hier die Baumlinie. Was habe ich denn jetzt? Ich korrigiere zwei Sanzer. Zwei Bunker, der Ort ist voll verdammt. Monty, ich glaube, da brauchen wir Artillerie oder was Schwereres. Ich habe jetzt einen üblen Grafikeffekt, ich sehe nichts mehr. Was ist denn jetzt los? Frage, haben wir südliche Eigenheiten? Korrigiere ca. 700 Meter. Ist dazu etwa 700 Meter. Wissen die auf dich, dann sind sie es nicht. Sieht aus als sowas. Mist, ich kann von hier aus gar nicht kommen. Was ist das denn? Panzerfan? Ja. Ich werde jetzt hier mit meinem Trupp links die Straße an den Bäumen vorrücken. Ja, mach das, wir müssen näher ran, das geht. Ja, ja, eben, genau. Okay, Dimitri 1 zu mir, wir gehen jetzt hier links die Straße entlang Richtung Ortschaft. Feinde, komm näher. Ja, wir gehen weiter ran, weil das Gefecht auf die Entfernung können wir vergessen. Ja, aber wir haben Feinde nahe 100 Meter. Achso, ah, okay, dann Richtung Süd ausrichten. Okay, wir richten uns jetzt Richtung Süd aus. User left or joined your channel. Mann, der Blitz. Hey, Monty, ich glaube, wir können weiter. Okay. Okay, Jungs, wir rücken dann ab. Es geht. Sorry. Geht. 4 geht, Druck geht. Was ist denn hier los? Was ist Krieg? Weiter, weiter, weiter. Dimitri 1 von Dimitri 2, wie weit seid ihr vorangekommen? Antworten. Dimitri 2, hier Dimitri 1, sind ungefähr 150 Meter weiter die Straße runter. Position auf CPAP checken. Falscher Kanal. Falscher Forum. Danke. Dimitri 2, hier Dimitri 1, wir sind jetzt ungefähr 200 Meter weiter vorgerückt, kommen jetzt langsam an die Ortsgrenze, kommen. Verstanden, sagt uns bitte, wenn wir nachrücken können. Antwort. So, verstanden, wir rücken jetzt vor bis zur Ortslinie, sichern da den Punkt und dann könnt ihr gleich nachziehen. Ich sag Bescheid, kommen. Verstanden. So, wir sichern uns gleich, nehmen uns gleich ein Haus, das relativ nah am Rand ist und das besetzen wir und dann rückt der andere Trupp nach. Alles klar.
Fiete Süd. Oh Gott, runterhaken. Fiete Süd. Okay, hinters Haus, alle hinters Haus. Alle hinters Haus. Dimitri 2, hier Dimitri 1, kommen. Dimitri 2, hört antworten. So, ihr könnt jetzt nachrücken. Wir sichern Richtung Süd, haben dort eine etwas größere Feindansammlung kommen. Oh, super. Okay, Achtung, Mörser. So, hier halten wir jetzt erstmal den Punkt. Back. Und haltet euer Feuer so gut es geht. Nicht, dass wir unsere ganze Munition jetzt schon verschießen. So, ich könnte meine Waffe mal einsichern. Cyber, du sicherst hier bitte Richtung West. Richtung West. Sehr gut. Der wollte sich ranschleichen, der Schlawiner. Ja? Okay. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich ihn getroffen habe, der ist im hohen Gras. Ja, dann erstmal Feuer halt, Bereich weiter observieren. Andere Trupp kommt jetzt auch schon. Okay, friendly, Kreuze. Okay. Kreuze. Und die. Und die. So, wir hatten gerade Feinde im Süden, haben wir bekämpft, so wie es aussieht. Ja. Aber wir müssen weiter nach. Also ich würde sagen, wir rücken jetzt erstmal die Hauptstraße entlang. Ja. Und dass wir erstmal die Hauptstraße sicher haben. Ja, das klingt gut. Versetzte Schützenreihe. Okay, wir gehen links, ihr geht rechts. Ja, alles klar. Oh! Runter! Nur West, West, nah, hier nah. Verdammt! Status? Das sind alle auch Slaven, die haben eine andere Ausrüstung fast. Grün. Eins grün. Unsere Uniform ist einfach ein bisschen grüner. Gut. Okay, Jungs, der nächste Plan ist, dass wir jetzt erstmal uns der Hauptstraße entlang arbeiten. Okay, wir gehen jetzt zur Hauptstraße. Wir machen gestaffelte Schützenlinie. Wir übernehmen die rechte Seite. Wiederholen. Wir gehen jetzt der Hauptstraße entlang. Wir sichern die Hauptstraße. Wir gehen auf der linken Seite der Hauptstraße. Der andere Trupp geht dann rechtsseitig. Okay, linke Seite. Check. Okay, gut, dann Sammlung auf der Hauptstraße. Dann sammeln uns hier bei mir und dann gehen wir von hier auf meiner Position aus rüber. Check. Da. Gut, dann gehen wir rüber. Soldat, Fernglas weg. Sie nehmen das Fernglas nur in die Hand, wenn ich Ihnen das sage. Wie bitte? Sie nehmen die Waffe nicht aus der Hand, solange ich Ihnen das nicht befehle. Da höre ich ein Schmunzeln. So, und dann mit dem Trupp vorrücken. 1, 2, wir stellen uns ein bisschen weiter vorne auf. So geht. Ja, wir sind jetzt unterwegs. Dimitri 2, Dimitri 1, kommen. 2 hier. Bei dem Knick, bei der T-Kreuzung, die da gleich kommt, da würde ich sagen, gehen wir rechts lang und sichern dann die Straße. Weil das MG-Nest steht ja da hinten irgendwo. Verstanden, machen wir. Okay.
Okay, da vorne geht's. Okay, Jungs, bei der T-Kreuzung gehen wir dann gleich, die biegen wir ab, weil das MG-Nest muss ja da irgendwie im Westen irgendwo stehen. Oh. Ready. Go. Geht. Zwei geht. Achtung, das MG-Nest müsste da vorne irgendwo sein. An 1 von 2, ich glaube, das MG-Nest ist doch erst in Pogorovko. So verstanden, wir sichern trotzdem eben hier den Bereich, damit wir gleich gefahrenlos weiterfahren können. Wir ziehen dann gleich erst die LKWs nach an HP1 und rücken dann auf Pogo-Dings davor. Verstanden, ich nehme meinen Druck mal um zu diesem Lagerhaus. Bist du endlich auf der linken Seite? Okay, Leute, wie geht's? Wir gehen die Straße bis zur Ende der gelben Markierung und dann drehen wir um. Ich hab keine gelbe Markierung. Ich hab kein GPS, kein CTAP, irgendwas. Ah, okay, ich sag Bescheid, wenn wir umdrehen. Da oben das Ortseingangsschild. Bis dahin sichern wir. Eins kommen. Zwei hier eins kommen. Ich würde mal behaupten. Zwei hier eins kommen. Was denn bei ist gerade zu. Ich glaube, den Anführer hat's erwischt. War noch so jung. Ah, der hat jetzt Pflaster, ein bisschen Spucke drauf, dann geht er wieder. Zwei hier eins kommen. Ja, hier zwei hier. Lage kommen. Jetzt wieder da. Wir gehen jetzt langsam zum Lagerhaus. So verstanden. Wir geben dann Sicherungsposition auf und holen schon mal die LKWs nachkommen. Verstanden. Eins Ende. Okay, Christopher, wir holen die LKWs. Ja. Wenn's geht. So geht. Okay. 4 geht, tropft durch. War schon anstrengend hier zu laufen, ne? Okay, Beschuss von Süd.
Backstein aus. Und 1 von 2, schießt jeder auf Feinde, antworten. Ja, positiv, wir haben hier noch 1, 2 Versprengte. Hat's den erwischt? Ja, sieht so aus. Okay, wenn ihr keine mehr seht, gehen wir weiter. Geht weiter. User left your joined your channel. Wir gehen dann auch eher Richtung Straße, damit wir nicht von der anderen Seite, von der vom MG-Nest unter Feuer genommen werden können. Zu spät. Ich mach Marsch, Marsch. Ich hole euch 1 von 2, wir sind jetzt in der Lage, Halle da auf Position bezogen. Achso, müssen wir nicht beide. So verstanden, wir holen die LKWs. Wir sind in 2 bis 3 wieder da. Bitte wiederholen. Stellt die sonst mit dem zweiten Kreuz nachziehen. Wir ziehen vorsichtshalber beide nach. Oh. Die 2 besetzt zweites Fahrzeug als Fahrer. Jawohl, dann. Fahrt runter. Oh. Fahrzeug halt. Wir werden immer noch beschossen. Ja, ja, vom Nest. Achso, war das das Nest? Ah, okay, gut. Dann fahren wir noch ein Stück weiter. Hier vorne rechts. Wir fahren jetzt nicht direkt zum Haltepunkt. Fahren wir zu der Scheune da oben, dann parken wir da erstmal die Fahrzeuge. Bergauf mit dem Ural? Ja, ist ein bisschen. Ja, funktioniert. Besser als erwartet. 2-1, wir kommen mit den Urals an. Hier hinter, ne? Genau. Und stopp. Und absetzen. Also, hatte ich einmal hier hinten zur Lagebesprechung. Lage ist scheiße, aber ich würde sagen, unsere beste Chance ist, wenn, also wenn wir hier direkt drüber gehen, sind wir am Arsch. Ja, ja. Da sind ja hier, wir müssen das Waldstück nehmen, ja. Hier sind die M-Gestellungen, wir müssen hier irgendwie lang. Ja, alles klar. Wir sagen, die Last lassen wir da stehen, vorerst. Richtig, richtig. Dann gehen wir so hier entlang, ich würde sagen, gemeinsam, weil wenn wir uns jetzt splittern, dann, ja. Dann haben wir ein Problem. Gut, dann geht ihr voran. Wir sind dann direkt hinter euch. Also als eine größere Gruppe gehen. Ich würde sogar sagen, gestaffelte Kolonne. Okay. Ja, das war mehr Feuerkraft nach vorne haben. Okay, gehen wir gestaffelt, kein Ding. Dann gehen wir mal runter zur Hauptstraße. Wenn wir vorne wollen, dann sollten wir einen Keil machen. Oder Schützenrudel. Ja, Schützenrudel ist jetzt, glaube ich, noch nicht so, aber es stimmt, der hat recht, einen Keil könnten wir machen. Ja, aber über die Straße, also über den Wald, ja. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal da zum Wald runter, also so hier hin, sammeln wir uns mal da. Wir gehen ungefähr, würde ich sagen, bis zu dem Punkt. Von dem Punkt aus können wir Schützenreihe bilden, ja. Und können dann so in den Ort einfließen. Ja, alles klar, Moment, mein kurz. Wieso vier Sterne? Sie viele Sterne über ihrem Namen. Bild. Meinem. Oh. Ach, Sie meinen auf meiner Schulter? Ja. Gut, dann gehen wir mal los. Ich erkläre es eben noch kurz meinen Leuten. Okay, Jungs, zu mir. Das Zeichen auf meiner Schulter. Dann hier werden. Ah, sorry. Das Zeichen auf meiner Schulter ist das Zeichen der MSV. So, Jungs, kommt mal hier bitte zu mir. Nee, erklären, egal. Okay, Jungs, guckt auf die Karte. Ja. Wir werden jetzt mit dem zweiten Team hier entlang gehen. Werden wir einen Schützenrudel bilden und dann in die Stadt einfließen. Die MG-Stellung steht ungefähr hier.
Und wirkt aber nach da. Ja. Ich hätte das so offen gehen wollen über das Feld. Wir gucken gleich, also geplant ist, dass wir eigentlich hier bis zu diesem Stück Wald gehen. Hier rüber können wir nicht, viel zu offen. Deswegen ist der Plan, dass wir da, wo dieser zweite Pfeil ist, dass wir irgendwie da hingehen und dann versuchen, da reinzukommen. Von hier, von der Position aus, hat man sicherlich ein gutes Blickfeld auf dieses Feld hier. Alle, die hier oder hier durchgehen, die werden sofort zerfällt. Ja, das stimmt. Gut, Fragen? Nachteil ist, wir brauchen halt die Feuerkraft hier vorne. Ja. Okay, machen wir so. Gut, wisst ihr Bescheid. Die andere Gruppe geht so ein bisschen vor und wir gehen hinterher. Okay, gut, dann gehen wir mal da weiter zum Wald. Eins geht. Ah, da laufen sie schon los. Da geht. Da guckst du. Grüß dich, wo der Trupp läuft. Sie, ne? Eins geht. So geht. Wer geht, Trupp geht? Nein, ich gehe wirklich. So, jetzt laufe ich. Oh shit. Süd, Südost. Ja, positiv. Wir richten uns dann erstmal nach Süd-Südost aus und bekämpfen erstmal die Infanterie. Okay. 2-1, kommen. Ja. Wir gehen Richtung Südost erstmal und bekämpfen die verbleibende Infanterie, kommen. Ihr führt den Angriff. Aber ich glaube, das ist auch nur ein einzelner Schütze. An 1 von 2, bekämpft ihr die Feinde, wir treffen uns dann da unten beim Waldeck. Antworten. Ja, so verstanden. Irgendjemand Sicht auf den Typen? Ja, negativ, allerdings Panzerfeinde sind direkt neben uns. So, Panzerfeinde rückt weiter zu der Stelle. Wir gucken jetzt, dass wir den einen Typen hier noch finden. Das ist wie eine Nadel im Heuhaufen. Ich glaube, die Schüsse kamen auch nicht aus Südost, sondern aus Süd, die gelben Tracer. An 1 von 2, wenn ihr bereit seid, bitte auf unsere Position vorrücken, antworten. 2 an 1, nein, 2 hier 1. Wir versuchen die Lage hier noch zu klären, finden den Schützen aber gerade nicht. Süd ist verstanden, wenn es ein einzelner Schütze ist, ignoriert den sonst. Wir haben ein MG-Nest ausgemacht Richtung Süd unserer Position. Besetzt? Weiß nicht, ich hab mich nur schnell erstmal hingelegt. Ein zusätzliches MG-Nest, antworten. Keine Einsicht drauf. Soldat, warum haben Sie Ihr Fernglas in der Hand? Fernglas weg! Zielt direkt auf uns. Überprüft, ob das MG besetzt ist. Besetzt, Soldat, Sie haben mich zu überprüfen. Dafür bin ich da. Ist besetzt, sitzt ein Schütze drin. Direkt auf uns. Okay, wir umgehen das Nest, wir gehen Richtung Ost, machen eine Zangenbewegung und greifen das Ding dann von der Seite an. Eck. Wir werden dieses MG-Nest jetzt erstmal ausheben. Verstanden.
antworten, ansonsten beginnen wir auch gleich mit Bekämpfung der ersten Feinde im Dorf antworten. So verstanden, fangt ruhig schon mal an, wir kommen dann gleich dazu irgendwann. Kommen. User left your channel. An 1 von 2, bitte sagt, wie lange dauert es noch, bis ihr den Angriff beginnt, antworten. Wir umgehen jetzt gerade die Stellung des Feindes. Kann ein paar Minuten dauern. Verstanden, wir beginnen ansonsten den Feuerkampf. Antworten. So verstanden, beginnt mit dem Feuerkampf. Kommen. Oh, Kontakte, da ist eine Straßensperre oder sowas. Mehr als ein Kontakt. Die andere Gruppe beginnt jetzt den Angriff. Wo hast du eine Straßensperre gesehen? Hier ist eine Hesco-Barriere, mitten am Straßenrand. Oh fuck! Große Patrouille Südost. Kommt auf uns zu langsam. Also wir haben jetzt Südwest und Süd stark was. Ich sehe nix, ich sehe nur Gras. Ah! Oh, okay. Okay Jungs, Feuerlinie Richtung Südost aus, aufbauen. Bin bereit. Ich werde noch ein bisschen näher kommen lassen. Haben sie was bemerkt? Ah, die hören die Schüsse. Laufen die hier durch den Wald oder wo kommen die her? Die laufen übers Feld. Jetzt sind sie aus Sichtfeld. Die laufen aber Richtung Westen übers Feld, die sind jetzt bei ihren Kollegen hier im Westen. Ja. Dass die uns nicht sehen, ist ja krass. Zu gute Tarnung. Jetzt kommt einer auf uns zu. Okay, wir rücken langsam vor, machen eine Feuerlinie. Aufbauend Richtung rechts neben Christobur. Und wir gehen dann. Eins geht. So geht. Drei geht. Vier geht, Trupp geht. Okay, ein bisschen mehr südwestlich ausrichten. Das ist Nest und Mörser. Mörser. Alter. Schnell weg, ich glaube, die ziehen sich auf uns ein. Wir machen einen Sprung an den Hesco-Wall da vorne. Achtung, Hinterfeind! Granate geht raus. Ich habe keine Granaten. Wie ist euer Status? Antworten? Zwei hier eins sind gerade in einem heftigen Feuerkampf mit einer Feindpatrouille kommen. Verstanden, haben Feuerkampf erfolgreich mit Feinden aufgenommen, rücken jetzt hinten zur Kirche vor. Ja. Antworten. So verstanden, fahren Sie weiter fort. Wo kam das? Ich weiß nicht, irgendein Unterlauf. Okay. Gut, wir fließen hier jetzt langsam ein. Check.
vorne steht ein LKW. Jo. Ich fließe. Gut. Und einfließen. Kontakt Richtung Süd, Nord, nee, Nordwest. Auf dem Feld. Ja, wahrscheinlich schon die eigene. Entfernung? 300 Meter. An der Kreuzung sieht nicht aus wie eigene, oder? Oder doch? Also die fließen gerade in die andere Ortschaft ein, also es könnten die dann schon sein. Ja, dann sind's. Hätte der Bunker die ganz schön auseinandergenommen. Ja. Die Mörser machen mich noch nervös. Ja, die klären wir jetzt sofort. Da steht auch ein Radarwagen. Oder Funkwagen. MG ist ausgeschaltet. Sehr gut. Jetzt klären wir die Bunkerstellung hier, die. Jo, schnell, wir müssen in die Bunker. Die schießen auf unsere Infanterie. Die sind hier direkt südwest hinter dieser Hesco. Zwei hier, eins, kommen. Sie kriegen gleich Mörserfeuer rein, kommen. Verstanden. Wir klären die Mörserstellung. So zielt der noch. Jetzt nicht mehr. Nur einer. Zwei hier, eins, kommen. Ja. Mörser wurde bekämpft, kommen. Verstanden, wir brauchen außerdem Sanitäter. Unterstützung hier, uns hat es gerade zerlegt. So verstanden, wir rücken jetzt nach. Okay, Jungs, wir müssen zur anderen Truppe, den Sanitäter hat zerlegt. Okay. Können wir gucken, was es hier drin hat? Kannst ja mal checken, ja. Voll aus. Munition. Ach, Tracer. Endlich. Ist da irgendwas zum Sprengen ja, drin? Nimm Tracer mit. Unterlaufgranaten. Jawohl. Ich würde ja ganz gerne diesen Funkwagen hier sprengen. Hast du nicht Unterlauf, Monty? Ich hab, ja, aber ich hab noch keine benutzt. Dann hau doch welche nehmen. Da drauf. Ja. So, Achtung, 1 hier 2, wir haben RPGs aufgenommen, also bitte aufpassen, antworten. So verstanden. Okay, wir gehen dann jetzt Richtung anderem Trupp und wenn wir so 200 Meter entfernt sind, dann hau ich da ein paar Granaten drauf. Vermutlich eigene Truppen an der Kirche, Moschee-artiges Gebäude. Ja, da rücken wir ihn vor, da sind die Verwundeten. Okay, geht weiter. 2 hier 1, kommen. Höre, ah, wir haben Sichtkontakt mit. Genau, wir kommen jetzt aus Südosten. Ist aber nicht nur einer. Keine Ahnung, ich habe nur von einem Verwundeten gehört. Cyber, du waltest dann gleich deines Amtes und der Rest fließt dann in die Rundumsicherung ein. Jo. Liegt euer Sunny? Da drüben, hier. Achtung, Kreuze hier. MG. Oh. Ja, na, Feinde West, MG. Könnte mal Unterlauf finden. Wo bist du? Hier.
rotes Team. Da wo der Rauch gerade ist, an die Häuserwand. Ja, okay. 50 Meter. Macht er jetzt nicht auf? Okay, das war zu kurz. Weißt du, was das Problem sein könnte? Ich habe ihm 3 Morphium gegeben. Alles. Ah, dieses. Also. Ja. Die Dinger kannst du vergessen. So, das war schon er. Lade nach. Toll, ich habe einen eigenen Splitter abgekriegt. Oh Mann. Was im Nordwesten? Zwei, eins. Ja. Wir decken euren Vormarsch und ihr geht dann weiter Richtung West, Nordwest, Südwest, so, also die Straße praktisch. Verstanden. Okay Jungs, wir decken den Vormarsch des anderen Teams, die gehen jetzt Richtung West, Südwest, die Straße weiter. Richtung von diesem Team okay. Weiter. Sucht euch eine gute Position, von der aus ihr dann in die Richtung wirken könnt. Und wir gehen Richtung von diesem Jeep, wenn du den siehst. Jeep. Ein Bus, der Bushaltestelle dahinter. Wie viele Magazine hattest du denn mit, Silvester? Ja, okay, so verstanden. Ja, Panzerfan verstanden. Dann hattest du jetzt nur noch eins in der Tasche? Noch eins in der Tasche. Ist denn das jetzt weg? Ich hab doch gerade noch eins. Da hinten liegt sonst noch ein toter MG-Schütze von den Feinden. Der hat ansonsten, Panzerfan? Panzerfan? Ja. Bei der Mörserstellung, wo wir waren, haben wir 2 Munitionstrucks mit passender Munition für uns gefunden. Ah, auch gut. Sind das die von man hier aus sieht? Ja, genau. Das sind die 2 LKWs. Sehr gut. Ja, wir versuchen jetzt nochmal vorzurücken. Ja, okay. Schuss Nordwest. Ja, Utze, du weißt, also ansonsten Munitionsprobleme haben wir nicht. Und haben noch einen Munitionstrucks gefunden. Richtung grün-gelbes Haus. Wir hatten hier sein Fernglas hingelegt. Also wir gehen jetzt langsam zu diesem Gas. Wir lassen doch kein russisches Material liegen. 3 geht. Schade, dass der Mörser kaputt gegangen ist. Ach, der war hin? Ja. Hätte ich nutzen können. Da ist schon wieder einer down. Zwei, eins, kommen. Ah, okay, ich weiß, wer down ist. gut, wir rücken zu dem, siehst du das Backsteinhaus da direkt voraus? Ja. Da rücken wir jetzt hin vor. Okay Jungs, wir rücken ab Richtung Backsteinhaus. Es geht. Langsam. Genau, Vorsicht, hier sind definitiv Feindkräfte noch in der Gegend. Also alles schön geduckt. Na, zu ist dran. Zwei, eins, komm. Glaub ich auch. Okay, wir umgehen das Backsteinhaus links. Okay. Ach, da kann man reingehen. Ah. Das ist aber nichts. Tarnnetz voraus. Okay, wir gehen an der Mauer entlang.
2, 1. Okay, dann klärt mal den Compound da vorne, dieses Bunker-Ding da. Safe. Okay. Dann bis die anderen wieder fertig sind, nehmen wir das Ding hier in Beschlag und nehmen das als Sicherungspunkt. 2-1, komm. Okay, Chris, du hast so lange das Kommando, ich geh mal gucken, was mit den anderen ist. Okay. Fahrzeuge? Russische oder nicht russische? LKW, Richtung Ost. Braucht ihr einen Sunny? Ja, wir brauchen einen Sunny, Monty. Cyber, bitte zu mir. Leiste hier gerade Erstversorgung, verbinde die Panzerfahrer. Du musst Richtung, aus deiner Position, Richtung Südost gehen, rechts am Gebäude vorbei. Hier, die halt brauchen da Hilfe. So, ist ja ganz schön was los hier. Ja, ja, ich merk's. Aber wenn wir Glück haben... haben wir Erlaubnis, die Munitions-LKWs, die wir gefunden haben, uns da aufzumunitionieren? Ja, bitte. Nur zu. Gut. Ah, da ist er wieder. Ja! Sunny ist mal wieder wach. Das ist ein Glück, ich hat's nicht so heftig erwischt wie Panzerfan. Also wir haben bereits eine Mörserstellung ausgehoben, die haben wir gefunden. Da ist ein bisschen Blut. Ich hab mal Pienes da fallen hin, ja. Hören. Jedenfalls Da hinten haben wir zwei, ich weiß gar nicht, ob wir ein oder zwei MG-Nester haben wir bereinigt. Wie sieht's hier aus? Ist die Stadt sauber? Habt ihr den Hecken gefunden? Die ist auf jeden Fall gesichert. Ich weiß nicht, Lux, Moment, wo sind wir gerade? Eine Sekunde, ich muss kurz auf die Karte. Bitte? Wir sind im Pogo-Reft. Ja, ja, genau. Also bis hierhin ist gesichert, wenn sie... Achso. Jetzt versuche ich gerade im C-Tab mit dem Ding. Ins... Naja. Bis hier ist gesichert. Rein, denk okay. Ich mal. Die Seite ist, glaube ich, noch nicht. Kurz zum Hinweis: Verbündete Truppen haben es jetzt geschafft, sich auf ungefähr diese Weite vorzukämpfen. Oh, das heißt, also, wir sind ungefähr gleich auf. Sehr gut. Hast du noch Schmerzen? Dann können wir von hier aus gleich weiter. Dann sichern wir noch den Rest der Stadt und dann. Besser? Munitionieren wir auf hinten beim Munitionspunkt. Und, Panzerfan? Hier. Wo war der? Guck mal auf die Karte. Der war im Haus. Den haben wir gesichert. Gut. Das heißt auch die MG-Stellung und aus. Also MG-Stellung ist weg, genau. Also, wenn hier auf dem Feld noch eine, habe ich jetzt nicht gesehen, Christopher, kannst du einmal auf den Turm gehen und gucken, ob auf dem Feld noch irgendwo eine MG-Stellung steht? Jo. Dann können wir die Laster nachziehen und, Das fällt Richtung Nord, Nordwest? Korrekt. Genau. Ich würde sagen, wir ziehen die Laster nach und ziehen dann auch ein Munitionslaster nach. Also ich sehe, dass das Team, was in dem Bunker stand, in die Richtung ausgerichtet ist, wo die Friendlies sind. Siehst du da auch einen feindlichen Kontakt drin? Oh, der ist schon ausgeschaltet. Ich sehe die Füße da durchragen. Ja, okay, dann ist die gesichert. Alles gut. Finn? Ja? Lieutenant, mein Granatwerfer, wie Sie das ist völlig verbogen, das kann ich nicht gebrauchen. Das Problem hatte ich auch. Die Rüstkammer hat einen neuen Rüstsatz für diese AKs heute ausgeliefert. Den müsste man nochmal beschaffen, diesen Rüstsatz. Ach so, jetzt weiß aber ich, was ich passiert, die Gut, holt ihr die LKWs? Können wir machen. Dann holen wir die beiden Munitionstrucks. Können wir den Tiger benutzen? Da zufällig, ist das ein Humvee in der Sperre? Humvee? Wo? In der Sperranlage. Ja, die Straße sind... blockiert. Ein Zerstörter. Ja. Der aus dem Humvee-Land. Vielleicht haben die... ich brauche zwei Freiwillige. Für was denn? So, ich habe gerade gefunkt.
Eins. Soll ich sie mitnehmen? Ja, zwei kommt. Das wäre nett. Okay, Leute, kommt. Ihr zwei holt die beiden Munitions-LKWs bitte. Verstanden. Können wir gleich mal probieren, ob es geht. Cyber, wo bist du? Ich hocke nach wie vor wieder im Bunker. Ah, alles klar, dann komme ich zu dir, dann halten wir erstmal da die Bunkerposition. Jetzt darfst du mit deinem Fernglas auch gucken. Hab ich nämlich schon weggeschmissen. Ja, ich hab's dir natürlich, gut wie ich bin, weil wir kein russisches Material liegen lassen, habe ich dir das natürlich mitgebracht. Jetzt hast du es im Rucksack. Darfst ja natürlich nicht einfach so deine Ausrüstung wegschmeißen. Was ist das denn? Ah, Steine. Ja, okay. Zwei hier, eins, kommen. Ernst, fahr schon mal vor, ich versuche schon mal hier dieses andere MG einzuladen, falls es geht. Wissen wir, dass es andere. Wir lassen die Munitions-LKWs zur Moschee oder zur Kirche vorrücken. Kommen? Verstanden, nicht mehr als meinen Leuten. So, verstanden. Wir können gleich. Ach nee, du hattest wahrscheinlich schon Munition gefasst, schätze ich. Ich hab nicht mal was verschossen, weil ich sehe keine Feinde. Ah, okay. Außer den einen vorhin im Gras. Okay, wir gehen mal zurück zur Moschee und Moschee zur Kirche. Nee, geht nicht. Hätte ja sein können. Zweier, eins, kommen. Wollen wir denn hier auch gleich eine kurze Zigarettenpause machen? Kommen. Klingt gut. Alles klar. Also wer möchte, kann jetzt gleich ein kleines Päuschen machen. Wir machen dann irgendwie 5 bis 10 Minuten, naja, 10 Minuten nicht, 5 Minuten Pause. Okay. Wer Pause macht, setzt sich bitte in den LKW rein. Nehmen wir die jetzt weiterhin, oder? Müssen gleich mal gucken, ob wir jetzt vielleicht einen Munitions-LKW nachziehen, also dass wir einen mitnehmen. Ja. Da kann man sich nicht reinsetzen. Echt nicht? Fahrzeuge sind versperrt. Tatsache. Ah, okay. Ja, dann hier gleich die da jetzt kommen. Hier im Busch. So, was brauche ich denn für... Danach machen wir kurz 5 Minuten Pause.
Was ist mit dem Genossen hier? Dem schlecht geworden? Was ist denn Feind, also? Der liegt doch eigentlich gut. Da müsste für jeden was an Munition drin sein. Passen diese Granaten hier überhaupt? Ja, ja, habe ich auch gerade getestet, funktioniert. Passen? Ja, passen. User left User your joined your channel. Haben wir auch Sanitätsmaterial? Ich habe keins mehr. Negativ. Wir haben nur Munition gefunden. Ich hier. Findest du ja noch was bei den toten Soldaten. Ah, muss ich ja fast. Ja, das ist auch recht so. Panzerfan, ich bin dann auch mal eben eine Minute weg. So, ich habe mich auch aufmunitioniert. Ich bin auch für 2 Minuten kurz AFK. User left or joined your channel. Im Normalfall wird die Infanterie doch informiert, wenn zum Beispiel freundliche Luftverteidigung ist. Wie aktiviere ich denn nochmal den Dagger? Herr Panzerfan, wie aktiviere ich den Dagger? Können Sie mir das sagen? Keine Ahnung. Ich glaube über das Ace-Menü, wenn es mich nicht täuscht. Negativ. Oh. Was? Das klingt nach Flugwaffe. Nordwesten. Also bestimmt unsere Truppen. Ja, wahrscheinlich die Flugwaffe. Können Sie beruhigen, Dimitri, das sind unsere Truppen. Habe ich mir schon gedacht. Glauben gar nicht, was auf der Brigade alles los ist hier am Funk. Grauenhaft. Na, ich möchte aber nicht mit Ihnen tauschen. Ich hoffe, wir haben wenigstens unsere Schlachtschiffe auch in der Nähe. Bringt an Land viel. So an Land, hier ist doch die Küste. Ja, und ich habe gehört, im Schwarzen Meer so, ist glaube ich eine Trägerkampfgruppe der Amerikaner oder so. Schwarzen Meer? Nein. Jedenfalls nicht, dass wir wüssten. Muss Mittelmeer, ich Sie an die ja, Schwarzmeerflotte von Russland erinnern? Wir sind einsatzbereit. Jawohl, Soldat, man salutiert nicht im Feld, aber okay. Habe ich salutiert? Ja. Wie kann das denn wohl passieren? Sie möchten wohl, dass Ihr über alles geliebter Vorgesetzter erschossen wird? Darüber werden wir doch lieber diskutieren. Oh. Nee, das ist nicht meine Absicht. Aber ich habe meine Hand gerade nicht so unter Kontrolle. Ah, okay, gut. Das, dann nehme ich das mal so hin. No? Ja, Panzerfein? Ja, hier. Okay. Oh.
dann versuchen wir jetzt, würde ich sagen, mit den LKWs zu HP2 zu fahren, fahren dann zu SP1 und gehen dann zu Fuß vor. Klingt gut. Und eine PKM habe ich mir geschnappt. Wir fahren aber mit 30 km/h, damit wir nicht irgendwie in irgendwas rein donnern. Klingt gut. Wir nehmen dann, würde ich sagen, einen Munitions-LKW mit, oder? Ein Munitions-LKW, der andere hat nur Medikits. Da vorne steht noch ein Munitions-LKW. Echt? Ja, wir haben zwei. Oh, das ja. Wir waren fleißig. Ja, ich dachte, der da drüben hier wär's. Christo, wo du fährst, dann gleich einen der Munitionstrucks. Oh, na gut. Guck mal, welcher der beiden Trucks noch am meisten Munition hat. Okay. Ich glaub, der da hinten. Gut, das wird aber wohl der da hinten sein. Ja, denke ich auch. Gut, übernimmst du sonst die Fahrer? Der Hinterrad, fahren? Ja. Also, ja. Und sitzen meine Leute hinten drauf. Frage, konnten sie eigentlich schon die Artillerie ausschalten? Im Mörser die angeschaltet? Ja, haben wir ausgeschaltet. Es war ein Mörserrohr. Stört oder nur? Ist leider kaputt gegangen. Ah, verdammt, das hätten wir doch brauchen können, um einfach da Zelenogorsk zu beschießen, einfach nur zum Sagen. Der Soldat, der das Ding bedient hat, hat sich ziemlich an einem Teil festgeklammert, dass wir es zerstören mussten. Ah. Du hast aber ein schönes Rohr. Ja, ich werde belästigt. Was für ein Sprengsatz ist da oben drauf? Was ist normal in der russischen Armee? Ich platze nicht. So, dann lass mal aufsitzen. Eine Heat Rocket habe ich. Moment, einen Laster nehmen wir mit. Also wir nehmen nur zwei, das ist da drüben und den hier oder den Ural. Okay Jungs, wir sitzen auf. Ich brauche noch einen Freiwilligen, der fährt. Oder ja. Wir nehmen den Ural hier, oder? Du fährst Munitionstruck. Ich kann auch fahren. Gut, okay, dann sitz schon mal auf den hier und dann als Fahrer. Okay, ja, der hat sitzt auf den Ural. Monty, Sie haben mich jetzt zum Munitionstruck eingeteilt? Nein. Sie sind gar nicht in meiner Gruppe, ich kann Ihnen gar keinen Befehl geben. Ich dachte schon, weil ich hatte mich gerade freiwillig gemeldet. Willkommen an Bord. Was da? Ja, hallo. Bist du schon aufgesessen? Hole. Weiß nicht, ich hocke in unserem Munitionstruck hier drin. Sitzen alle? Er ist bei mir. Ah, okay, gut, dann fahrt ihr zusammen. Richtgeschwindigkeit ist gleich 30 km/h. Wir fahren zu, wenn ihr auf die Karte guckt, HP2, werden da dann runter von der Straße und dann zu SP1 und da schlagen wir unser Lager auf und bereiten den Angriff vor. Check. Wir fahren übrigens vor, es kann ja sein, dass ihr was abkriegt, nicht dass ihr platzt. Yep. Vorne ist noch Platz. Richtig. So, wir überholen dann linksseitig. Jetzt gerade aufs Grund. Ja. Würde ich auch empfehlen. Plus, bis dann, wenn wir ausgeschaltet werden, ist der Truckline völlig ohne Führung. Ja. Egal, wie vorne ist Führung, wenn wir sehen. Also, das ist wichtig. Anhalten! Anhalten, absitzen, Rundumsicherung. Na, Südwest, na. Beschuss kommt so weit, wie das ausmachen kann aus Südwest. Oder oben beim. Alle 1 und 2, Beschuss aus Südwest. Ups. Das war ein gefährlicher Unterlauf. Super. Das war Waffe falsch geladen. Überhalten. Ja, ich dachte, ich schieße eine Kugel ab. Ah. Private Monty zu Aga, bitte. Private Monty zu Aga, bitte. Okay, ist ruhig. Ich
hab Splitter abgekriegt. Von deiner eigenen Unterlauf? Ja, ja. Ich glaube, ich habe alle getroffen. Ja, aber weißt du was? Ich hasse, was ich am Ace-Menü hasse, dass die Farben zum Teil so verdammt schwach sind. Du siehst zum Teil gar nicht, wo du verletzt bist. Das stimmt, ja. Okay, alle wieder aufsitzen, wir fahren weiter. Alle wieder aufsitzen, es geht weiter. Auf 245. Moment, sagt der Martin. Ah, Kommando zurück, anscheinend ist hier noch irgendwas. Ja. Direkt am Waldrand. Richtung Süd ist ein brennendes Fahrzeug, da, ja. Vermutlich Humvee. Da ist keiner drauf. Ein Humvee, aber. Was? Okay. Eventuell sind die Amerikaner doch vor Ort. Wo siehst du ein Humvee? Einer meiner Schützen hat einen brennenden Humvee gesehen. Wenn wir einen, ja, in der Straßenquelle war auch einer. Ich vermute mal, die Tschernos haben die mal irgendwann gekauft. Also auf diesem Mann im 16 haben. Ist nichts mehr drauf. Nee. Okay, ja. Lass aufsitzen. Ja. Okay, aufsitzen. Aber vielleicht haben die Russen, die Tscherno-Russen hier einfach nur, ich sag jetzt mal, die Dinger okkupiert. Ja, aber woher? Ich denke, die haben die einfach mal gekauft, weil sie dachten, hey, wir sind jetzt nicht in einer Ostblockstadt, die wir voll westlich gekauft haben. Du hast ja eine blühende Fantasie. Sitzen alle? Ja. Ich glaub schon. Alle aufgesessen? Ja, mir ist egal. Wer sitzt? Lutze und Eckhard, sitzt hier? Ja, hatten wir bereits durchgegeben. Treiber, sitzt du? Wir sitzen alle. Okay, dann weiter. Mann, der Motor hört sich aber heute wieder komisch an. Ah, bestimmt Saft im Getriebe oder sowas. Siemens Getriebe Saft. Ah, und ich habe Dimitri von der Werkstatt doch gesagt, also schon, dass die Karre, die wir brauchen, gut in Schuss sein soll. Ist ja lustig, wir heißen auch Dimitri. Aber der Typ heißt wirklich Dimitri, also. Das ist dein Name, meine ich. Achso. Dimitri Dimitrovich Dimitrov. Aber sein Vater fand das lustig. Da liegt, glaube ich, irgendwo. Brennt wieder was? Ja, haben wir. Aufweisen. Nimmt. Wow! Anhalten, absitzen, Rundumsicherung. Oh. Raus und Umsicherung. Hey, ist jetzt sogar ein fucking M2? Monty? Ja? Hier drüben steht ein Browning M2, verdammt! Verdammt. Das ist also das sah mir eher aus wie eine ID oder sowas. Auf jeden Fall war es was Kleineres. Da liegt hier ein amerikanisches Maschinengewehr und die haben doch noch... Egal, gehen wir weiter. Ja. Das ist erst explodiert, als ihr vorbeigefahren seid. Okay, dann wieder aufsitzen und es geht weiter. Am nächsten geringfügigen Beschuss einfach weiterzufahren. Ja, das klingt gut. Und die beim nächsten Beschuss wie diesen würde ich sagen, fahren wir weiter. Und weiter. Moment, ah, stopp! Stopp! Okay, sitzen alle? Negativ, Lutze. Lutze. Gut, Abfahrt. Mal Kontakt voraus. Links seit der Straße. Ja, da. Läuft da eine. Anhalten! Raus! Alle raus!
brauche deine Hilfe, ich bin verwundet. Status? 1 grün. Zorn. Ja. 3 und 4 auch grün. Und bitte einmal Morphi, wenn du hast. Überrascht haben. Hab ich, ja. Schade. Was waren das? Hose. Danke. Nee. Also keine Amis oder sowas. Ich würde sagen, wir setzen wieder auf, oder? Ah, wir reparieren erstmal das Fahrzeug. Scheiße, Mann. Soldat, checken Sie, ob ein Ersatzreifen drin ist und wechseln ihn dann gegebenenfalls. Ja, verstanden. Ich guck mal nach, ob da was hinten drin liegt. Wir haben das Ersatzreifen. Okay, alle anderen Rundumsicherung. Okay, baut eine Rundumsicherung aus, wir haben einen Platten. Genial. Sagen Sie, ist das da ein brennender Humvee? Das ist so, daneben standen Browning M2, also ich bekomme langsam Zweifel. Soldat, warum gucken Sie in die Richtung und nicht in die Richtung, wo der Feind war? Das ist schwer glaubhaft, die haben noch so viele verdammte Überreste, die sie nach dem Kampf geklaut haben. Okay, schauen Sie mal, ob da hinten in dem Kommandofahrzeug was drin ist. Langsam ja, stinkt die Sache. Ja. Nee. Bataillon hier Igori. Meldung. Haben weiteren brennenden Humvee auf Straße nahe. Kannst du mal kurz kommen? Koordinate 0. Ja, 0, ja, das M2 kannst du, kannst du einpacken. Das ist ein M3, das ist ein GMG. Ah, okay. Ja, dann. Oder M3 ist doch GMG. Ah, wir lassen das Ding liegen, ist amerikanische Markenware. M2 und M3, das ist unterschiedlich. Ah, fucking Finn. Wir lassen es liegen. Ja. Wir haben es demontiert. War nix. Nee. in dem mittleren ist es ein Ersatzreifen auf jeden Fall. Ah, okay. Kommst du über das S-Menü dran? Sir, wie sieht's eigentlich aus mit dem Vorstoß von der Hauptstrecke? Die werfen wohl alles in die Schlacht, was die haben. Ich weiß auch nicht. Sollen wir dann zu. Ach, doch. Auch da was ändern? Jawohl. Keine Ahnung. Mit etwas Glück haben die sich Richtung Nord weiter nach Sosnovka verschoben. Sodass wir die eigentlich in Zelenogorsk nur noch die Hinterbliebenschaften quasi treffen. Die Höhle befinden sich. Haben Sie die Karte offen? Ja, raufkrieg. Ja, Sir. Panzerfan? Ja. Dein Soldat Sebes da vernachlässigt seinen Sicherungsbereich. Ja, Moment. Sebes da weiter sichern, nicht umquatschen. Ja, bin ich abgekriegt. Ja, versuchen Sie doch mal, aber der geht nicht ab. Ich krieg den ab, das ist kein Problem. Die Truppen befinden sich jetzt schon ungefähr seit über einer halben Stunde an dieser Linie hier. Sie, das heißt, wir Sie haben ganz unsere ran, Truppen. Ganz an den Reifen. Wir können hier den Reifen abschrauben. Ja, das heißt, wir haben die Truppen jetzt schon tatsächlich überholt. Das heißt, hier ist auch eine Nachschubbasis. Also normalerweise hier befindet sich ein Feldversorgungsposten inklusive Lazarett. Das ist quasi traditionell so, ja. Und dann nehmen Sie die? Sir, wir können doch kein Lazarett angreifen, das ist gegen die Genfer Konvention. Dieser ganze Angriff ist gegen die Genfer Konvention. Aber mich fragt ja keiner. Das Oberkommando gibt die Befehle und wir führen sie hier aus. Sir, wie meinen Sie gegen die Genfer Konvention? Das ist ein ganz normales Kriegsmanöver und wir können doch kein Lazarett angreifen. Die überfallen ein bisher friedliches Land, aber es obliegt mir hier nicht weiter über irgendwelche Parteidinge zu reden. Was heißt hier friedlich? Diese Tyrannen haben nur die russische Bevölkerung hier unterdrückt, Sir. Beneide Ihre politische Einstellung. Machen Sie weiter so. Aber Hauptsache, wir können kein Lazarett angreifen. Das ist nicht richtig, Sir. Mit der Macht, die russische Armee mir verleiht, fordere ich Sie auf, diesen Angriff durchzuführen. Verstanden, Sir. Für Stalin, Herr Putin. Sehr gut, Genosse. Genosse Kommandant? Hi. Schauen Sie mal. Klaus, du von. Wie ist es hier? Habt ihr hier einen Rad geklaut? Dieser. Der Truck hier drüben hat den Ersatzreifen.
Leute, der Moon-LKW hat ein Ersatzrad. Wieso klaut ihr dem ganzen Reifen? Nein, falsch. Wir haben hier den Reifen rausgenommen und haben den hier dran gemacht. Monty, wir haben doch einen Reifenwechsel in dem Transporter, oder? Ja. Ich glaube, das hat Warum wurde jetzt der Reifen von dem hinteren abgebaut? Ich weiß es nicht. Weil ihr eigentlich lachen solltet. Gut, Monty. Das sollte eigentlich ein kleiner Gag sein. Panzerfan? Ja. Achso, war das jetzt auf irgendeine Ansage von mir, oder? Ja, du hast. Achso! Ja, wir fahren jetzt zu HP2, dann zu SP1 und dann gehen wir zu Fuß. Ja, gut. Aufsitzen. Alle wieder aufsitzen. Wie haben die das denn gemacht? Das war sehr wohl knapp von mir. Ja, sehr gut. Ich sitz am Fenster. Zwei Sitz. Ach, verdammt. Ah, mein Lieblingsfahrer ist auch da. Ist mein Lieblingssanitäter auch an Bord? Warte, warte. Wie fährt der gut alle an Bord? Cyber, bist du an Bord? Komm, Lutze, setz dich mal nach hinten. Ja, ich bin im Moment, was bist du hier? Ach, ja. Ach, hab ich vergessen, du fährst ja damit. Ja, alles gut, okay. Mein Team ist aufgesessen. Ich bin von hier nicht mehr okay, und weiter. So, ist doch witzig. Ich bin gespannt, ob wir auch mal ansatzweise an meinem Haltepunkt ankommen irgendwann. Also bis jetzt lief's doch echt rund, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn ich so unseren Einsatzrekord bis jetzt so ansehe, ich meine... Einsatz, weißt du, dieser Einsatz damals in Syrien, das ging ja mal extrem schief. Ja, das war. Ich meine, weißt du noch da Vasili? Ich meine, der Typ, dieser fehlgeleitete Luftangriff, das haben die ja noch ausgeschlagen und gesagt, das war eine heldenhafte Tat oder so dabei. Ja, der war ja nicht fehlgeleitet, der war nur ein bisschen ungenau berechnet. Ja, stimmt. Der hat das Ganze noch auf Twitter gepostet. Mischt sich hier die Mannschaft noch mit ein. Ja. Igorov musste alles posten, obwohl es geheim war. Und gleich sind wir bei diesem Haltepunkt, oder? Genau. Bei HP2 fahren wir zur SP. Also gib mir Bescheid, ne? Ja, ich sag dir gleich Bescheid. Hat sein Ingun, dass wir 30 fahren? Bescheid? Damit wir nicht mit volle Karache und im Hinterhalt fahren. Ja, das sollte zwar, also Monty, ich muss sagen, mir gefällt dieser Einsatz langsam nicht mehr so. Wir sollen ein verdammtes Lazarett angreifen, das ist gegen die Genfer Konvention. Okay, jetzt fährst du hier Richtung 260 Grad, vorne an den Waldrand, da halten wir gleich an. Ja, ich würde sagen, wir rücken dann jetzt auf die Höhe vor und wenn wir oben sind, dann gehen wir Richtung Ziel. Ja. Klingt gut. Okay. Okay, Jungs, wir rücken jetzt auf die Bergspitze vor, sichern die und werden dann von da aus auf dieses kleine Bauern-Ding da, wo die beiden Pfeile sind, vorrücken. Ja, wir folgen Montys Team. Alles klar, meins geht. Meins geht. So, go. Hier geht, Trupp geht. Verstanden. 2 geht. Achtung, hier ist unaufgeklärtes Gebiet, also es ist mit Feinden zu rechnen. Okay, wir haben offiziell den Hügel genommen. 2 hier 1, kommen.
Wir würden dann über den linken Pfeil vorrücken, ihr flankiert dann über den rechten. Verstanden. 1 Ende. Okay, wir rücken über den linken Pfeil auf der Karte vor. Das andere Team nimmt den rechten. Zwei Pfeile, wir nehmen den oberen. Ah, verstanden. Also wir gehen einfach dann da vorne über die rechte Flanke. Das, ja. Ich habe aber immer noch kein Spiel, dürfte aber klappen. Ich habe da Vertrauen in dich. Das, ansonsten korrigiere ich dich ja, gleich. Aber Jungs, ich bin mit euch bis jetzt sehr zufrieden. Ich habe im Südwesten da, bei einem Supermarkt eine Hesco-Barriere gesehen. Da ist wahrscheinlich mehr. Ja, die ganze Stadt ist feindlich, feindlicher Außenposten. Wichtig ist halt erstmal, dass wir dieses Bauernhof-Gehöft-Sanitätsding einnehmen, weil wir dann medizinisches Material kriegen. Okay. Wobei ich glaube, wir haben noch nicht so viel gebraucht, oder? Nee. Zweimal EP, viermal Verband. Ah, okay, super. Können wir kurz hier halten und gucken, was da ist? Ja, klar, wir halten kurz. 2-1, kommen. Ja. Wir halten kurz, warten bis sie vorgestoßen sind und observieren so lange. Und die? Verstanden, wir müssen kurz auf Team Steamwagen. So, eine Sekunde, Panzerfinder mich gerade zugeteilt. Ja, ja. So. Jetzt darf's. Da ist eine FOB von USA Army, bla. Ach du Scheiße. 2 hier 1 kommen. Darf ich mir von denen M16 klauen? Negativ. Wir haben eine FOB der US-Amerikaner gesichtet, kommen. Bitte was? Ja, die sind Amerikaner. Also willst du mit US-Soldaten und zwar bei diesem... US-Soldaten, US-Container, US-Sanitäter, US-Mauer... Von ihm bei Mix. US-Hubschrauber. Im hinteren Teil, im südwestlichen Teil der Stadt. Im südwestlichen Teil der Stadt, also nicht bei der, da bei dem X, wo wir angreifen. Negativ, nicht bei dem X. Okay, das sollten wir jetzt vielleicht besser Igori melden. An Igori von Dimitri antworten. So. Igori hat gehört, kommen. Haben Sie das mitgehört? Wir haben da unten die Zelenogorsk. Da ist ein schöner Mörserschlag drauf und rucki zucki ist das zu Ende. Ja, Igori, ich hab's mitgehört. Ich geb das ans Bataillon. Kommen. Verstanden, was sind die weiteren Befehle bezüglich dessen? Sollen wir den Angriff abbrechen? Antworten. Warten Sie, auf dem Funk läuft gerade auch beim Bataillon ziemlich viel. Ich melde mich in 2. Führen Sie soweit erstmal Auftrag weiter aus. Kommen. Verstanden. Okay, Führung entscheidet gleich. Also die oberste Heeresführung entscheidet gleich, wie es weitergeht, ob wir jetzt unseren Angriff machen oder nicht. Wegen der Armees? Wegen der Armees, genau. Weil die andere Streitmacht kommt ja von Norden. 1 von 2, ihr geht ein bisschen näher an eure Position. Müsste ja alles zum Stillstand gebracht werden. Richtig, richtig. Die Armees machen alles kaputt. Ich sag's dir. Wir müssen diese Amerikaner zerstören. Kaputski macht Ski. Randley ist rechts. Oh. Ist das ein Little Bird? An 1 von 2, seid ihr bereit für den Angriff antworten? Das ist ein amerikanischer Helikopter. 2 hier 1, wir sind bereit, kommen. Ja, ein Helikopter. Ja, da fliegt ein russischer. Verstanden, ich würde sagen, dann beginnen wir jetzt dann den Angriff auf diese Anlage da mit dem roten X. Und dann schauen wir weiter, antworten.
So verstanden, wir greifen dann jetzt an. Okay Jungs, wir greifen jetzt hier Richtung Nordwest das Sanitätslager an. Oh. Check. Alles geht. Ich sehe nicht, wo geht Sanitätslager. Ich hoffe, dieses ominöse Sanitätslager ist hier hinter dem genau. Wald. Ja, ja, das ist ein altes Gehöft oder irgendwie sowas. Ich sehe einen Humvee. 2 hier 1, kommen. Das ist ein richtiger Humvee. Wir werden es jetzt gleich mit amerikanischen Kräften zu tun haben, kommen. Verstanden. Wir rücken auch gerade rein. Der Bunker da ist unbesetzt, komischerweise. Okay, dann weiter, dann gehen wir erstmal bis zu dem. Wo ist denn der Bunker? Richtung West, Südwest. Ah, okay, ich sehe. Ja, okay, dann gehen wir jetzt weiter runter zur Mauer. Sogar zwei haben wir es. Und ein russisches Fahrzeug. Halt die Fresse! Arschloch. Da ist ein Mauerdurchbruch. Ja, da gehen wir durch. Ich gebohrt das Sanitäter. Er ist tot. Hier war ein Ami. Im Eifer des Gefechts erschossen. Ah, da schießt einer von uns. Sehr gut. Okay, wir klären hier weiter. Wir gehen weiter Richtung West. Ja, muss mal kurz verbinden. Aber hier ist ein Ami. Er hatte kein Glück. Ist aus Versehen mir im Feuer gelaufen. Die Sau. Das hat eine M4. Liegen lassen. Mano. Okay, wir gehen dann um die Mauer rum. Wir rüberklettern. Achso, wir können ja rüber, genau. Wo ist mein Sunny? Ja, hier. Einmal über die Mauer rüber. Jeden das Klettern. Weiß einer von euch. Achso, du bist ja drüben. Ah, okay. V. Du musst Escape drücken und dann hast du rechts unten gleich diese Anzeige. Mit Movement. Da schießt ein M2 auf irgendwas. Das ist bestimmt unten aus der Basis. Ja, aber worauf? Auf die Infanterie. Sind die jetzt eigentlich unsere Feinde, die Amis? Oder? Wurde die Schorne jetzt schon gesichert? Die morgen. Nee, wir sichern hier selbst noch. Vorsicht, im Nordosten befindet sich der andere Trupp. Unter dem Netz ist noch ein BKW. Oh, was ist denn hier passiert? Hm? Sollten Sie sich mal anschauen, Sir. Oh, Rucksäcke. Oh, Leichen. Oh, medizinisches Material. Den hatten sie keinen Leichensack mehr. So. 2 hier 1, kommen. Wir haben jetzt die westliche Scheune gesichert. Verstanden, wir sind hier gerade auch in der Scheune. So verstanden, achten Sie dann auf Kreuzfeuer. So, die sind jetzt in der anderen Scheune, auf der anderen Seite. Okay. 2-1, wir haben hier auch medizinisches Material gefunden. Was sind das für Kollegen?
Nichts mitnehmen. Medics. Also Medics. Aber wir haben ja Medikram da. Ja. Habt ihr irgendwelche Amerikaner erledigt oder so? Ja, wir hatten ein oder zwei amerikanische Soldaten. Ah, verdammt, was sind's? Army oder Marines? Army. Army, verdammt, Special Force? Nee, reguläre. Oh. Oh, shit. Lutz hat's erwischt, direkt hinter der Wand ist einer. Ich kümmere mich drum. Alter, anstatt eure Kaffeegrenze da zu halten, sichert doch mal komplett die Gebäude. Bleib doch an der Box liegen da. Links sauber. Jawohl, links sauber. Rechts sauber. Hinter der Mauer sauber. Gut. Okay, Jungs, wir beziehen in dem Bunker hier Stellung und sichern. Von Dimitri, wir haben bereits reguläre US Army Kräfte bekämpft und getötet. Antwort. Du guckst dann mal Richtung Stadt weiter. An Igori von Dimitri antworten. User left your channel. Yes, so viele MGs. Okay, Leute, wieder Sicherungsposition einnehmen. Okay, ich habe meinen Trupp jetzt hier in den Bunker geschickt, die haben den Bunker gesichert. Ja, gute Arbeit. Cyber, du kannst hier, wenn du willst, medizinisches Material nachfassen. Aber wenn da ein bisschen Blut ist, würde ich nicht nein sagen. Ich schätze mal, dass hier, ich guck mal eben nach. Spätestens in den Medics. Ja, Blut ist drin. Noch ein bisschen was bei. Da kommt ein LKW die Straße runter Richtung Südwest. Das ist ein russischer. Okay, im Auge behalten. Da sind doch Patrouillen, also vier Mann plus kommen die Straße runter. Keine Ahnung. Okay, bin wieder vorher. Ja. Oh, das ist unsere Team. Die sind hinter der Base von den Amis, die laufen da seelenruhig vorbei. Okay, dann arbeiten die mit denen zusammen. Vermutlich. Okay, Leute. Der Feind greift gerade verstärkt aus allen Richtungen an. Ich hab ein bisschen Öl im Auge, tut mir leid. Was Öl? Egal. Leute, südlicher Bunker, da, also östlicher Bunker, da sofort vergraben. Die kommen auch von Osten, Feind. Feind kommt auch von Osten, Monty. Hast du gehört, oder? Also, was Ost? Ist die Ost? Ei. Ja. Und da? Sind eingeschlossen. Der Gegner greift im ganzen Front an. Ei, ja. Aus Ost, aus Süd auch. Wir sind auf Wagen an. Okay, Jungs, wir bauen jetzt eine Verteidigungslinie Richtung Ost-Südost auf. Wir kriegen von da gleich einen Gegenangriff rein. Ey, super, aus dem Wald. Na toll, scheiße. Kriegen wir verstärkt. Die Truppen sind selber gebunden. Das Bataillon sagt, dass sie den Angriff vielleicht nicht durchführen können. Nicht durch. Was ist mit dem Bunkerturm, hier wo der tote Army ist? Verdammt, da hab ich ja, okay, Ernst geht mit. Verdammt. Cyber, du bleibst bei mir. Sagen Sie, haben Sie die Verteidigungslinie? Der LKW, russischer LKW, kommt hier die Straße hoch. Was für eine Verteidigungslinie? Schauen Sie mal, in Richtung Süd steht ein Bunker. Direkt jetzt an uns müsste vorbei. Da einer stehen. Traditionell steht da einer. Von da aus können Sie eigentlich das ganze Tal einsehen. Gucken Sie mal, ob da noch irgendwas ist, das. Was fährt das hier? Achso, den Bunker haben wir gesehen. Ja, so ein kleiner Sandsack runter. Ja, hab ich gesehen. Was fährt hier? Bitte wiederholen? Die Amis setzen hier gleich ab. Sind jetzt okay, Richtung West, Feinde! Okay, Feuer halt. Igoriot! Bataillon, wir können nicht zurück! Gut, verstanden. Igori an alle.
Wir sollen die Position hier halten, bis verbündete Kräfte durchstoßen können. Kommen. Verstanden, von Dimitri 2, Treue Südwest 3, Mann stark. 1 hat verstanden. Bitte halten. Dimitri 2, wie lange dauert das circa? Ich habe keine Ahnung. Kommen Sie sonst nur zum Bunker an der. Korrigiere. Oh, Westspitze. Sind wir hier im Westen? Ja. Monty Status? Monty lebt, wir sollen jetzt den Bereich erhalten. Den Bereich? Sucht euch dann mal. Also bleibt mal in der Bunkerstellung, wo ihr seid. Ich glaube, von da oben habt ihr einen guten Blick. Soll der LKW wieder weg oder soll der stehen bleiben? Der fährt nicht mehr, der hat keine Reifen mehr. Was? Okay. Er steht tatsächlich ein bisschen ungünstig. Ja, Sir, ich bin hier. Was wollten Sie mir mitteilen? Ich suche gerade nach Munition. Soweit ich weiß, hat das Bataillon jetzt gerade gesagt, wenn jetzt nicht die ganze Zeit hier dauerhaft gefunkt werden würde, dass die Truppen da nicht weiterkommen im Moment, dass wir also erstmal halten sollen, bis dann endlich die Truppen durchgestoßen sind. Wie wir das hier machen sollen, genau zwischen der Hauptstreitmacht der Amerikaner, so wie ich das hier jetzt mitbekommen habe, und unseren Truppen, das ist mir schleierhaft. Aber die werden jetzt gleich einmal die Luftwaffe hier drüber rotzen lassen, vor allem im Nordbereich, da wo die Hauptstreitkräfte sind. Ja, ich glaube, ich beordere es. Ich glaube, ich beordere meine Leute. Monty, wo sind deine Leute? Oh. Army-Patrouille kommt jetzt die Straße runter. Im Süden, da ist ein Bunker, da habe ich zwei passiert. Okay, ich mache sonst auch so, ich schicke noch zwei von mir da drüben hin und zwei hier. Also ich und noch einen. Genau, ich habe hier den Sanitäter bei mir, also wenn was ja. ist. Okay, aufgepasst. Im Süden von hier ist noch ein Bunker. Der soll besser sein als dem ihr jetzt gerade seid. Wir machen es jetzt so. Achtung, es kommt jetzt ein befreundeter Luftangriff. Sebe, ihr geht in den Süden. Lutze, kommt hier zu mir. Wahrscheinlich leider die Arme. Ich hab mein MG. Hoffentlich nicht. Dann können wir einpacken, nach Hause gehen und Feierabend machen. Sie müssen ja auch noch treffen. Wir haben einen feindlichen Kampfpanzer in Stellung auf 210 Grad von unserer Position auskommen. So verstanden. Richtung 210 Grad, feindlicher Kampfpanzer in Stellung. Kommen. Was? Oh. Den können wir bespucken. Wo ist der? 210 Grad. 210 2 2 2 210. Kann sein, dass wir den von hier aus gar nicht. Da ist ein Blackhawk, da kommt ein Blackhawk. Achtung, da fliegt ein Blackhawk, nicht drauf schießen. Nicht auf den Blackhawk schießen. Okay, ich sehe ihn von hier aus nicht. Die Mauer ist wahrscheinlich im Weg. Nicht drauf schießen. Nicht schießen. Ja gut, dann. Ja gut, dann kommt zu mir. Der Blackhawk landet da. Seht ihr diesen verdammten Panzer? Ich hab ihn auch nicht gesehen. Komm wieder ab, mir ist aus Südwest, die Straße runter. Okay, erstmal Feuer halt, wenn sie zu nah rankommen, okay. Dann Feuergefecht. Ja, ist der so klein? Ist er sicher auch so ein größerer wie hier? Das ist kein größerer Bunker, so wie im Westen. Nein, nein, das ist ein kleiner. Okay, gut, dann. Gut, dann kommt hier jetzt in den Westen. Oder mach das. Sebe, du gehst mit Eckhardt mit. Okay, was hat der jetzt gemacht? Dante? Unbekannt. Bataillon Yegori, wir stehen. Naja, nennen wir es mal unter Belagerung. Brauchen noch eine Luftwaffe. Oh, Scheiße! Okay. Alle in Deckung, das Ding feuert mit seinen Miniaturkanonen. Feind aus Ost! Feind aus Ost! Nachladen!
War das eine H46? H64? Ein Apache? Keine Ahnung. Status? Grün, 1 grün. Vorgrund. Oh, Cyber sehe ich, alles gut. Wow. Hallo Juni, Igori! Wie lange brauchen wir? Komm her! Bataillon! Meine Herren, ich schalte das auf Lautsprecher. Und hier bist getroffen am Bein. Ah, scheiße. Meine Herren, ich schalte auf Lautsprecher. Achtung, Komet wurde ausgerufen, Komet. Was? Komet wurde ausgelöst. Bataillon! Bataillon, wer ist das autorisiert? Okay Jungs, kommt runter, was immer Komet ist, es passiert gleich. Was sagen Sie? Die sagen gar nichts mehr, die sagen zurück. Ich höre die ganze Zeit nur noch Linie 72, Linie 72. Komet wurde ausgelöst? Ich weiß nicht okay, wer oder ich Komet weiß nicht, wurde ausgelöst, Komet wurde ausgelöst, verdammt. Nutze wurde getroffen. Kümmerst du dich drum? Nutze, bleib liegen. Ich habe ein verdammt schlechtes Gefühl. Hier, verdammt. Und runter, runter, alle in Deckung! Oh mein Gott, ich will nicht sterben, nicht in so einem Scheißbunker! User left your channel. Heilige Mutter Gottes! Mama! Wir haben was gemacht, wir haben eine Atombombe gezündet. Oh Gott, wir werden alle sterben! Oh mein Gott! Oh Gott! Ah. Die Druckwelle kommt auf uns zu! Runter! Ah. Alle in Deckung! Alle in Deckung! Status! Deckung! Eins grün! Oder so! Köpfe runter! Nach 10 Zielen, Augen verdeckt! Drei gelb grün! Ihr sollt es geben! Oh mein Gott! Leute, die haben mit sich gerade eine Atombombe gezündet, oder doch? Ich kann es nicht glauben! Wir haben heilige Mutter keine Autorität Gott. Von Putin. Sir, mehr. Hier brennt alles! Das ist der dritte Weltkrieg! Okay, bleibt auf Position! Okay, die haben tatsächlich eine Atombombe gezündet. Wir sollten so schnell wie möglich hier weg, der Fallout. Was haben sie gemacht? Wir werden alle sterben. Meine Männer werden sterben. Wir werden alle verstrahlt. Wir sollten sie sofort so schnell wie möglich. Wir müssen evakuieren. Dann laufen sie zurück zu den LKWs, wenn los. Okay, wir evakuieren sofort zurück zu den LKWs. Zurück zu den LKWs. Wir treffen uns hinten bei der zweiten Scheune. Brauchen Sie mir nicht zweimal sagen. Zu welchen LKWs? Zurück auf die alte Mission. Zum LKW, wo wir hier direkt sind, verdammt. Wir können die Humvees nehmen. Die Rauchwolke kommt immer näher.